Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Mit dem Gedudel des Cosmo Canyons habe ich jetzt erstmal genug. Die hat mir die ganze Zeit ins Ohr gedudelt und euch auch. Deswegen Zeit für gute Musik. Geile Party-Mucken-Musik. Okay, der Weg, den wir hier unten eingeschlagen haben, war der richtige in der letzten Folge. Deswegen düsen wir hier auch direkt wieder durch. So, jetzt müssen wir hier wieder langsam gehen, weil Eris kann irgendwie nicht so schnell auf Holzboden, obwohl sie auch Stiefel trägt. Egal. Wollen wir nicht meckern. Oh, dieses Wasser sieht aber sehr, sehr lecker aus. Ich glaube, das ist Waldmeistergeschmack. Also wir krümeln uns hier durch alte Plattenteile von Midgar, die bei der noch nicht ganz Fertigstellung hier runtergekommen sind. Oh, das sieht aber doof aus. Ah, hier kommt man durch. Ist hier jemand? Wirkt verlassen. Ist noch warm. Wir könnten hier übernachten, Cloud. Dafür fehlt uns die Zeit. Außerdem... Hey, guck mal, Leute! Die wollen uns ausrauben! Hey, hey! Was fällt euch ein, hier so rumzumühlen? Genau! Das werdet ihr uns kompensieren, alles klar? Kompensieren? Kompensieren? Was denn das überhaupt? Hohle Nuss! Du hast aber auch echt mal von gar nichts eine Ahnung. Kompensieren ist... Also, na, du weißt schon. Oder nicht? Genau. Kompensieren ist... Also, du weißt schon. Also, wir haben hier nichts angefasst. Ja, wir haben nur einen Weg gesucht. Und das sollen wir euch glauben? Klar. Was willst du sonst tun? Wir könnten euch zum Beispiel bis aufs Hemd ausrauben, hä? Bis aufs Hemd? Bis aufs Hemd? Die tragen doch gar keine Hemden. Folgen. Das ist so eine Art von, eine Kompensation. Ach so, genau, du meinst das als Metapher? Genau. Was für Idioten. Oh boy. Okay, die Jungs von Team Skulls sind der Meinung, uns angreifen zu müssen. Ausgezeichnet. So. Erstmal kurz das ATB auffüllen. Und. Geile Musik. Krieg ich voll Bock jetzt abzudancen zu. War mir klar, die sind gegen Feuer schwach. So, genau, irgendwie wie alle Menschen. Ach komm, Bud macht hier schon... Bud zeigt, dass er irgendwie... Oh, da liegt eine Mine. Dass er irgendwie gar nicht mehr mit uns spielen möchte. Hey, kennst du schon Feurer? Butch. Hat mir Spaß gemacht. Ihr seid lustig. Wie der Typ da liegt. Fällt bestimmt nicht auf. Ganz sicher nicht. Kann man Team Skull wirklich derart beleidigen? Ja. Also Team Skull war, glaube ich, auf Pokémon die wahrscheinlich dümmste Gruppe. Nein, die zweitdümmste. Sorry. Die Leute von Team... Wie sind sie gleich, diese Fußballfans aus Schwert und Schild? Ja, genau. Team Yell, die waren schlimmer. Also gegen die hatte ich wesentlich mehr. Ich habe nichts gegen den Sport, aber ich finde, manche Leute übertreiben es an manchen Stellen zu doll. Naja, wie auch immer. Aber die haben gut im Team, die hätten gut bei Team Skull reingepasst. Ja, besser ist das. Verzieht euch einfach. Lasst mich in Ruhe. Wir gehen hier unseren Weg. Oh, ich glaube, ich habe schon wieder die Minimap ausgeschaltet aus Versehen. Sag mal, Cloud, wieso hast du eigentlich bei Soldat aufgehört? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Du brauchst nicht drüber reden, wenn du nicht willst.
Hattest du gute Freunde, als du bei Soldat warst? Nein, hatte ich nicht. Du hattest einen? Mindestens. Oder auch nicht. Na naja, gut, Soldat werden... Oh, wer seid ihr denn? Oh, wer seid ihr denn? Mich auch mal in den Fingern. Mehr von denen? Au, was macht ihr mit mir? So. Dadurch, dass wir hier mehr Kram zur Verfügung haben, die Gangster, die halten nicht viel aus, aber der Proto-Auslöscher, der ist bitter. Ah, ich hätte wahrscheinlich doch den Arm angreifen sollen. Hopp, hopp. So, Magie. Blitz, Blitzra. Wir nehmen jetzt doch mal den rechten Arm. So, gefällt mir das. Und Fertigkeit. Macht ihn. Bam. Weiter geht's. Da wollen die uns hier ausrauben. Ja, der hat auch einen Machthieb. Was ist denn hier? Sieht so aus, ob man hier irgendwie durch kann. Aber irgendwie auch nicht. Ich bin jetzt verwirrt. Das sieht doch eindeutig aus, ob man da durch könnte. Hm. Okay. Da drüben ist nochmal eine Materia. Die brauchen wir. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da am sinnvollsten hinkommen. Ah, ich sehe schon. Die Leiter ist wieder oben. Ich gehe wieder runter. Kannst du den Arm bewegen, Cloud? Na klar. Und zwar nehmen wir jetzt erstmal von dem einen. Jetzt muss ich mal gucken. Arm senken, das kennen wir schon. Container nehmen, Arm wechseln. Aha, alles klar, check. So, wir haben jetzt erstmal den. Und mit dem... Hier lang, hier lang. Nehmen wir das Teil. Und führen den hier rüber. In die Richtung geht das? Oder stoße ich da gleich gegen die Wand? Nee, das funktioniert. Damit ist der zumindest schon mal dran. Falsche Richtung. Es wäre schön, wenn man hoch und runter gleichzeitig steuern könnte. Das würde das Ganze ein bisschen abkürzen. So, jetzt darf Aris wieder drauf. Aris wird dann jetzt gleich auf den Container drauf gesetzt, um uns... Das sieht mir nach einer Materie aus, um uns die Materie da hinten zu holen. Aha. Sowas habe ich mir auch schon fast gedacht. Dass wir wahrscheinlich von Arm zu Arm wechseln müssen. Jetzt einmal Arrows absetzen, die holt sich die Materie. Amplifikation. Und? Was auch immer das ist. So, erstmal Aris wieder auf. Aufsetzen. So, jetzt wechseln wir einmal den Arm. Achso, wir können immer nur eins von beiden machen. Das ist gut zu wissen. Dann wird Aris hier wieder abgesetzt. Obwohl, das ist eigentlich Blödsinn, weil ich jetzt hier auch wieder auf dem Container absetzen können. Weil da vorne kommt sie nämlich nicht hin, wegen des Containers. Aber den Container brauchen wir. So, einmal wechseln. Diesen Container brauchen wir nämlich, um... Na komm. Um den hier unten links abzusetzen. So. Oder auch nicht.
Okay. Seltsame Momente hier. Doch. Nicht. Der passt da nicht hin. Worüber sehe ich hier was? Ja, stimmt. Stapeln ist voll die Idee. Klar. Gut, dass ich euch noch im Stream habe. Nein, ich wollte den Greifarm nicht wechseln. Ich wollte das Ding greifen. Musik, ne? Jetzt so nach längerer Zeit ist sie irgendwie ein bisschen... Genau, nervt sie schon. Aber am Anfang war die schon ziemlich geil, so als Kampfmusik. So, einmal den Arm wechseln. Greifen. Und... Ach, herrlich. Gut, dass ihr dabei seid. So, einmal den Arm wechseln, weil jetzt können wir nämlich Harris aufheben. Hier lang, hier lang. So, die setzen wir jetzt auf den Kisten ab. Dann nehmen wir wieder den anderen Arm, um damit die Harris aufzuheben, sie dann abzusetzen, damit sie dann an dieser Stelle uns die Leiter runterschleppen kann. Oder runterziehen. So, das haben wir. Dann einmal den Arm wechseln. Der andere Arm bewegt sich netterweise direkt zurück. Das ist gut. Was denn? Verstehe nicht, was du hast. Ich wollte dich doch nur ein bisschen am Kopf tätscheln. Hey! Streicheln. Okay, verstehe schon. Hast du nicht gesehen, ne? Oh, du bist doof. Ich habe gerade Eris mit der Robohand über den Kopf gestreichelt. Nicht lustig? Das ist, ich mag das. Die Leiter runter. Danke, Eris. Das ist sehr freundlich von dir. So, dann können wir da jetzt auch rüber. Wo war denn die Leiter, mit der Eris da runter gerutscht ist? Ach, da ist sie. Hui. So, gucken wir uns nochmal kurz ein bisschen hier um. Wenn nicht, dass wir hier noch irgendwie irgendwas vergessen. Ich mag es nämlich nicht, Sachen zu vergessen. Okay, sieht gut aus. Safe, wir können weiter. Hat doch geklappt. Ja, nicht schlecht. Wolltest du etwa... Weiter geht's. Na ja, komm, ihr kriegt das nochmal... Irgendwann hin, euch abzuklatschen. Roster, beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Wovon redest du? Jetzt sei doch nicht so. Gibt es etwa noch ein nächstes Mal mit solchen Ärmchen? Da bin ich ja mal gespannt. Es kommen aber sicherlich noch ein paar... Ja. Hey, hallo, schön, dass ihr auch dabei seid. Wenn ihr hier durch wollt, wird aber erstmal Wegzollfällig. Ja, das will ich sehen. Burn, baby. Burr. Da, der Ausgang. So sollte das für euch aussehen. Oh, jetzt müsst ihr aber zahlen. Anfänger. Haben wir's? Ja, wir sind soweit. Nice. Bitte.
Na komm, das schaffen wir. Cloud hebt langsam seinen Arm und High Five. Also dann. Ein Spielplatz. Das ist das Tor zu den Slums von Sektor 7. Ist verschlossen. Und nun? Wie wär's, wenn wir etwas plaudern? Nein, dafür haben wir keine... Komm schon, hier lang. Beeil dich! Früher habe ich hier manchmal Blumen verkauft, weißt du? Ach ja? Sag mal, Cloud, du warst Rang 1, nicht wahr? Ja. Aha. Ist das etwa ein Problem? Mm-mm. Du ähnelst ihm nur. Ähneln? Wem denn? Meiner ersten großen Liebe. Wie hieß er? Ich kenne ihn vielleicht. Alles okay? Wie hübsch. Deine Augen. Ach so. Das sind die Folgen des Marco. Hat jeder Soldat. Ich weiß. Hätte nichts sagen sollen. Lass uns weiter. Wir müssen nach vorne blicken. Das war sehr, 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 sehr schön, aber auch ein Stück weit falsch, weil sie hat den, in der alten Version hat sie den Namen genannt, aber dadurch, dass sie ihn jetzt nicht genannt hat, werde ich ihn auch nicht spoilern. Ja, sie hat, stimmt, genau, sie hat ihn gesagt, aber man konnte es nicht hören, weil man irgendwie mit diesen Flashback-Situationen überfordert war. Aber schmiegt sich gut an und tatsächlich erklärt das ein bisschen was, weil egal. Bin ich nicht gut? Sei stolz auf mich. Knuddel mich, Mami. Was? Voila. Warte mal eben. Bis zu den Slums in Sektor 7. Dann. Bitte sehr. Kommst du alleine nach Hause? Was wäre denn, wenn nicht? Dann bringe ich dich. Das wäre doch albern. Oh. Ist schon okay. Zurück nehme ich nämlich einfach die sichere Abkürzung. Sehr nett. Okay, reden wir nochmal mit ihr. Und dann machen also wir dann? Willst du los?
Ja, ich würde ganz gern zu den Slums aufbrechen. Ich glaube, Tifa, Barrett und die anderen Leute denken, ich bin... Also, Cloud wäre gestorben, als er darunter gestürzt ist. Wäre schon ganz gut. Ja. Oh. Zur Bar zurück und melde dich bei Barrett. Aber... Keine Angst, ich komm klar. Wer Ärger macht, kriegt einen Tritt. Also gut. Ja! Los! Nichts da! Du musst ihr helfen! Ach was. Die wird mit den Kerlen da... Locker fertig. Corneo ist tückisch wie eine Schlange. Wie stark deine Freundin auch ist, er wird sich um sie wickeln und ihren Widerstand einfach brechen. Außerdem fährt sie direkt in sein Nest. Da gibt es noch andere Gefahren. Los, Cloud. Sie ist dir doch wichtig. Du musst ihr helfen. Ach, jetzt komm! Na los, Cloud! Keine Zeit zu verlieren! Hab's verstanden. Wir wollen... Also doch nicht. Wir laufen dem Weg hinterher. Wie weit ist denn der Weg? Ist der Weg weit? Der ist ziemlich weit. Egal. Wir kennen weitere Wege. Aber irgendwie... Sieht ja nicht aus, als ob hier irgendwelche Wegelagerer unterwegs sind. Das ist doch zumindest schon mal was Gutes. Oh. Hallo, Wallmarket. Hier ist der Kutscher. Na, eine Kutschfahrt gefällig? Weißt du vielleicht, wo die junge Frau ist, die in dieser Kutsche war? Ach, ich habe keine Zeit, um Frage und Antwort mit euch zu spielen. Kein Kunde, kein Service. Wir haben noch weniger Zeit. Willst du es drauf anlegen, was? Was ist hier los? Seid ihr neu in der Stadt? Macht mir bloß keinen Ärger. Wir suchen die junge Frau, die mit dieser Chocobo-Kutsche gefahren ist. Mhm. Und wollt ihr mir auch verraten, warum ihr diese Frau sucht? Wir wollen sie befreien. Weil er sich total in sie verknallt hat. Darum. Hä? Na, wenn das kein ernstzunehmender Notfall ist. Allerdings fahren wir verdammt viele Leute durch die Gegend. Kannst du sie mir genauer beschreiben? Genauer? Sie ist schick, sie kann ganz schön hart zutreten, sie führt eine beliebte Bar, sie ist schick. Sie ist schick. Schick? Du redest doch nicht etwa von Tifa. Genau. Oh je, da hat es anscheinend noch jemanden schwer erwischt. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Tifa wirst du eine ganze Weile nicht mehr wiedersehen. Warum das? Weil sie was Besonderes hat. Deshalb wurde sie zur Brautschau in Don Corneos Villa eingeladen. Eine Brautschau? So nennt Corneo es, wenn er sich eine neue Gespielin sucht. Und Tifa wird seinen Geschmack sicher voll treffen. Als sein langjähriger Vertrauter kenne ich seine Vorlieben nur zu gut. Du wirst dich darauf einstellen müssen, dass sie die Villa so schnell nicht mehr verlässt. Im schlimmsten Fall sogar nie wieder. Und wo ist diese Villa, wenn ich fragen darf? Hey, warte mal. Führst du etwa irgendetwas im Schilde? Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Lasst mich da bloß raus. Fort mit euch! Oh je. Und weg ist er. Hm. Dann müssen wir uns wohl erst einmal in der Stadt umsehen. Klar, kein Problem. Die Stadt ist ja immerhin sehr freundlich angesetzt. Aber ich glaube, wir können Chocobos jetzt benutzen, um von A nach B zu reisen. Kann das? Oder wirkt das nur so? Das wäre ja lustig.
Klar. Der mag mich. Wir sind Freunde. Der weiß es nur noch nicht. Okay, anscheinend nicht. War Wunschdenken. Aber ich hätte zu gern... Weil am Anfang klang das so... Oh. Willkommen auf dem Wahlmarkt. Hier wird gefeiert, geschlemmt, geschickert. Ohne nervige Sittenpolizei. Natürlich haben wir auch was für Pärchen im Angebot. Vergnügt euch zu zweit. Oder vergnügt euch getrennt. Oder sucht ihr vielleicht Arbeit? Der Wahlmarkt wartet auf euch. Kein Bedarf. Gehen wir, Cloud. Okay. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich habe gerade irgendwas angefangen. Oh, Kurzzeitgedächtnis ist was Tolles. Wir gucken uns hier erstmal ein bisschen... Na, ihr zwei Süßen, wie sieht's aus? Habt ihr schon eine Bleibe für heute Nacht gefunden? Also... Ich hätte da das perfekte Zimmer für euch, Turteltäubchen. Wie viel? Wie viel? Das fragst du? Was? Bei Interesse helfe ich dir gerne weiter. Ich wollte eigentlich wissen, für wie viel man hier schlafen kann. Das interessiert mich, Eris. Was? Wo stand das? Lass mich raten, stand da drüber. Oh, das ist gut. Und da drüber? Was? Utopia? Okay. Hm. Ganz schön seltsam hier alles. Okay. Es scheint ziemlich groß zu sein hier, aber wir wollen zu Don Corneo. Und wenn ihr euch das anguckt, dieses Design, das ist genau das, was ich meinte mit dem verschlossenen Tor. Das sieht alles... Sieh mal da! Ziemlich protzig. Das muss Corneos Villa sein. Ja. Genau, dieses... Wie gesagt, diese... Dieses eine Tor, was wir in Sektor 5 gesehen haben, wir befinden uns ja jetzt in Sektor 6, das hatte nämlich genau diesen, hatte genau dieses Logo drauf. Okay, hier kommen wir nicht rein. Hier aber auch nicht. Und da lang würde ich behaupten, auch nicht. Aber hier ist noch ein Weg. Vielleicht führt der uns irgendwo hin. Ah, zu einer Kiste. Wenigstens etwas. Äther. Gut. Ja, das ist blöd. Aber hier kommen wir nicht weiter. Die Tür ist versperrt. Na gut. Dann müssen wir halt eben doch wieder zurück. Aber ich würde zu gerne... Ah, noch eine Kiste. Ich würde zu gerne etwas nachgucken. Wovon ich sehr gespannt bin, ob das hier drin ist und ob ich das auf Anhieb finde. So, zum einen, hier gibt es irgendwas noch. Ja, genau das habe ich gesucht. Glaubt man gar nicht. Aber hier müsste es eigentlich einen Wall geben. Oder auch nicht. Gibt es anscheinend eine Art Eingang? Nee, doch nicht. Da kann ich nicht hoch. Der Weg führt uns da lang. Wahrscheinlich werden wir gleich einfach zurückgelotst mit der Aussage, das ist nicht lang. Ich probiere es einfach weiter. Nein. Moment. Hier ist was. Hier ist zu. Ja, dachte ich mir. Dann hier einfach trotzdem geradeaus weiterlaufen. Ja! Ja, genau das habe ich gesucht. Avalanche. Ein riesiger Wall. Schön auf Anhieb gefunden. Warum ich den unbedingt sehen wollte, weiß ich nicht. Ich verbinde damit irgendwie so ein...
Hochgefühl. Das ist so ein Gefühl. Ich weiß nicht, ich habe Final Fantasy 7 damals oft genug durchgespielt und ich irgendwie finde ich diesen Wald toll. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich den mega cool. Deswegen wollte ich ihn mir jetzt einfach mal angucken. Jo, aber jetzt müssen wir irgendwie in Don Corneos Villa. Die Frage ist, wie machen wir das? Hier müsste eigentlich so eine Trainingsstube sein. Okay, da kommen wir nicht rein. Nee, dann ist die Trainingsstube wahrscheinlich hier drüben. Das war so ein Art Zirkuszelt. Nee, hier haben wir den Waffenhändler, das ist auch okay. Waffenhändler sind voll in Ordnung. So, was führst du denn für schöne Waffen? Des Weimar. Gerne! Hey, ich freue mich auch, dich zu sehen. Woo! Na, Brony. Bromi. Hartklinge. Eine neue Waffe. Nehmen wir mal mit. Wenn wir sie schon haben. Titanreif. Im Besitz einmal. Ah, hier steht auch mal ein bisschen, was es uns bringt. Es würde auf jeden Fall Barrett und Tifa was bringen. Dann sollten wir uns davon nochmal zwei Stück holen. Nietenreif ist jetzt... Ach, das war doof. Ich hätte, glaube ich, doch... Kleinen Moment. Titanreif... Nee, das war nicht doof. Das war schon ziemlich praktisch. Ja. Accessoires hätten wir hier noch... Hier haben wir noch eine ganze Menge, die wir noch nicht haben. Oh, was ist das denn? Reif voller Kraft. Überlebensweste und solche Spielereien. Hm. Das ist was Gutes. Reif der vollen Kraft. Ist aber auch nicht gerade günstig. Das machen wir mal später. Ich denke, auch hier werden wir früher oder später die Möglichkeit haben, unser Alleskönner-Dings zu machen. Deswegen einmal kurz die Waffen wechseln, weil ich glaube, die Hartklinge, ja, okay, die Hartklinge macht einen massiv hohen physischen Schaden, wie man hier gut sehen kann. Dafür ist sind die Magiepunkte massiv reduziert, aber egal, das ist in Ordnung. Mal gucken, was wir an der Klinge noch modifizieren können. 55 Punkte haben wir dafür zur Auswahl. Lesen wir uns doch erstmal die Dinger durch. Physische Attacke, magische Attacke, längere Buffs. Schaden von normalen Angriffen. Okay. 8 und 10. Dann machen wir hier einmal auf jeden Fall magische Attacke erhöhen, physische Attacke erhöhen und physische Attacke erhöhen, weil wir eh mit Cloud oft angreifen. Haben wir noch 30 Punkte zu 31 Punkte. Schaden gegen zerstörbare Einzelteile plus 10% klingt eigentlich ganz gut. Schaden von Sprungangriffen plus 5 ist auch gut. Schaden von Schwertwirbel. Auf jeden Fall schon mal von normalen Attacken hoch. Dann Sprungangriffe. Ja, das passiert gelegentlich und das ist mega nervig, wenn dann irgendwie nichts passiert. Schwertwirbel nutze ich eigentlich relativ selten. Gucken wir doch mal. Ja, längere Buffs nutze ich eigentlich auch relativ selten. Dann nehmen wir halt eben den Schwertwirbel in der Hoffnung, dass wir den mal wieder häufiger einsetzen. Und damit ist die Waffe voll safe. Das ist keine hübsche Waffe, aber sie funktioniert. So. Wo geht's denn hier weiter? Ah, hier ist das. Das Gym. Mit dem Klassiker Kniebeuge. Jeder mag Kniebeuge. Warum trainieren die Charaktere aus Final Fantasy XIV mit Kniebeugen? Ganz einfach. Weil Kniebeuge. Hier kann man ein bisschen futtern und Spaß haben. Aber okay,
machen wir hier erstmal diese Date-Nummer, weil ich glaube, diese Date-Nummer wird uns wahrscheinlich besser weiterhelfen, als wenn ich hier einfach ziellos durch die Gegend laufe. Wait. Das ist irgendwie nicht das, was ich eigentlich gesucht habe. Da wollte ich lang. Ah. Was ist los? Jawohl, reden wir doch mal mit dem Dude hier. Hey, was geht ab? Betreten oder nicht betreten? Das ist hier die Frage. Was für ein politisches Dilemma. Kennst du dieses Gefühl? Oh, ich wusste es doch! Bist du auch einer von der Sorte, der immer ein schlechtes Gewissen kriegt, wenn er sich mal amüsiert? Nur um dann kurz darauf wieder schwach zu werden und aufs Neue loszuziehen. Oh. Hast du eine Frage? Hast du Tifa gesehen? Tifa? Wer bist du, dass du diesen lieblichen Namen kennst? Soll das etwa heißen, dass Tifa hier ist? Warum? Warum? Kann es sein? Ist sie mir etwa gefolgt? Um mich davon abzuhalten, die Stadt zu verlassen? Oh. Nur, ich habe keine Zeit zu verlieren. Tifa! Tifa! Ich komme! Was war denn mit dem los? Ach nichts, der ist immer so drauf. Ich habe gerade überlegt, was mit dem Typen war. Und dann habe ich gelesen, ach, Johnny. Oh. Den wir eigentlich hätten töten wollen. Hey, was geht denn hier ab? Hier ist ein Gang. Hier ist wohl nichts. Hier ist irgendwas. Hey, wer bist denn du? Was ist? Das sollte ich dich fragen, was ist? Warum bist du hier? Na gut. Anscheinend gibt es hier erstmal nicht so viel. Aber okay. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Ich krieg langsam ein bisschen Hunger. Und werde dann eben schnell was essen. Und dann geht es direkt weiter. Also, bis gleich bald demnächst bei Let's Play Final Fantasy VII Remake.